Dieses Haus ist smart. Ob übers Netz gesteuerte Elektrogeräte, heizende Bilder oder Fußböden, die im Notfall Alarm schlagen, alles hier denkt mit und soll so auf intelligente Weise das Leben der Bewohner erleichtern. Es können sehr individuelle Lösungen angeboten werden. Dadurch haben wir für den Kunden sehr hohen Mehrwert. Für die Jüngeren ist das Thema, wenn wir komplette Lösungen anbieten, aber auch für die ältere Generation, dass wir gewisse Sicherheitsfunktionen, wenn Geräte vielleicht noch angeschaltet sind, dass man das auch von fern überprüfen kann. Die neuesten digitalen Vernetzungsmöglichkeiten gehen fließend in den modernen Lifestyle über. Und Wohnen ist Lifestyle. Dabei muss es bequem, stilvoll und im Idealfall individuell sein. Die internationale Möbelmesse, die IMM in Köln, zeigt deswegen eine große Bandbreite und die neuesten Trends in der Einrichtungsindustrie. Rund 1200 Aussteller machen Wohnen zum realen Erlebnis. Die Kunden wollen Probe sitzen, Probe liegen, sie wollen anfassen, sie wollen fühlen, sie wollen die Stoffe erleben, sie wollen die Oberflächen berühren können. Das alles kann man im Netz nicht. In diesem Jahr liegt mit der Living Interiors neben Wand- und Bodenbelägen sowie Beleuchtung ein Fokus auf Badlandschaften. Längst ist das Badezimmer nämlich nicht nur funktional, sondern gleichzeitig auch Wellness-Oase und Rückzugsort. Es wird Wert gelegt auf Komfortlösungen, das heißt Bäder, die viele clevere Funktionen haben, die aber auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich sind. Ungebrochen hoch ist die Nachfrage nach Naturprodukten. Dazu gehört neben viel Massivholz auch der Upcycling-Trend. Es ist fast eindeutig immer mehr nach echter, authentischer Nachhaltigkeit nachgefragt und nach den dementsprechenden Produkten, die auch dann diese Natürlichkeit in Innenräume bringen können. Aber auch schlichte Möbel im Stil der 50er und 60er sind absolut in. Die Menschen fokussieren sich auf die simplen Dinge im Leben. Designer zeigen wenig Dekoration und schlichte Formen. Diese Zurückhaltung ist Ausdruck des ruhigen und glücklichen Lebensstils. In den nächsten Tagen öffnet die weltgrößte Einrichtungsmesse auch für private Besucher. Dann kann sich hier jeder ganz wie zu Hause fühlen.